Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video. Und zwar zu meinem Neuzugänge-Video für den Monat Juni. Ich weiß, es ist schon etwas spät mittlerweile, weil der Juli auch schon wieder halb rum ist. Aber ich dachte mir so, besser spät als nie. Und ja, es wird jetzt auch nur ein relativ kurzes Video, einfach weil ich mal nicht so viele Neuzugänge hatte. Und ich habe deswegen auch überlegt, ob ich überhaupt ein Video filmen soll. Aber ich dachte mir, es bildet ja die Realität ganz gut ab, dass man auch als Buchblogger nicht jeden Monat 10 neue Bücher hat oder mehr, sondern auch mal nur ein paar, weil man braucht ja auch nicht unendlich viele Bücher. Ich kann ja auch nicht unendlich schnell lesen. Deswegen habe ich dieses Mal nur 3 Neuzugänge für euch, aber die werde ich euch jetzt trotzdem alle vorstellen. Und hoffe, ihr freut euch über dieses auch mal etwas kürzere Video. Dafür kommt das jetzt hier auch am Donnerstag online und am Sonntag wird dann trotzdem noch mein Main-Video für die Woche online kommen. Also ist das hier sozusagen nur so ein kleines Add-on. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Bücher denn so zuletzt bei euch einziehen durften. So, dann kommen wir auch schon zum ersten Buch. Und zwar ist das Mit dir leuchtet der Ozean von Lea Koplin. Eine deutsche Autorin, von der ich zuvor noch nie was gelesen habe, aber ich habe ihre Bücher schon öfter mal gesehen und fand das hier total ansprechend, weil es irgendwie so sommerlich aussieht. Ich bin ja in letzter Zeit immer auf der Suche nach Sommerbüchern und kann davon auch nicht genug bekommen. Und hier finde ich es halt mega schön, wenn man sich das genauer anschaut, dann ist das hier offensichtlich das Meer und hier ist der Strand und das gibt einem richtig Summer-Vibes. Ich würde auch gerade so gerne am Strand liegen, aber kann ich dieses Jahr leider nicht. Genauso wenig wie letztes Jahr. Deswegen, ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Jahr in den Urlaub fliegt. Und wenn ja, wohin? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Also ich fliege ja nächsten Monat schon in die USA, aber nicht um Urlaub zu machen, sondern um zu studieren. Aber immerhin ist es ja trotzdem mal rauskommen. Vielleicht kann ich ja auch da mal wieder das Meer sehen. Ich bin gespannt. Aber zurück zum Buch. Ich habe es auf jeden Fall auch schon gelesen, weil, wie man sieht, es ist unheimlich dünn. Und ich finde, dafür eignet sich dann auch unheimlich gut für den Urlaub. Also es hat, ich kann es euch gleich sagen, 330 Seiten. Also es ist wirklich, wirklich wenig. Deswegen habe ich es auch dann direkt angefangen. Und es spielt in einem Hotel auf Fuerteventura. Und ich war auch schon auf Fuerteventura, deswegen fand ich das direkt total cool. Und Penny ist da sozusagen dann, ja, Part of the Staff, also eine Angestellte und geht dann da ins dieses Angestellten-Team. Sie hat sich da mit ihrer besten Freundin zusammen beworben. Ihre beste Freundin hat sich dann kurz vorher verletzt und konnte nicht mitfliegen. Und jetzt fliegt Penny allein und hat eigentlich überhaupt keine Lust, weil das eigentlich gar nicht Pennys Ding ist. Penny ist mehr so introvertiert, für sich selbst, trägt gerne schwarz, sowas. Und dann kommt sie da so in diese kunterbunte Urlaubswelt reingeschmissen und trifft dann überraschenderweise im Team einen Jungen, den sie mal in der Schule, also mit dem sie zusammen zur Schule gegangen ist und die was zusammen erlebt haben. Also die haben dieses Spiel gespielt, wo man sich in den Schrank setzt und dann 7 Minuten im Himmel heißt das, glaube ich. Und da haben die ja, sich geküsst und sich seitdem eigentlich nie wieder vergessen. Aber er ist dann eben von der Schule gegangen und das wird dann auch nochmal erklärt, wieso und so. Und ich muss gerade mal schauen, Milo heißt er und Milo und Penny sind dann komplett entsetzt, als sie sich wiedersehen und fühlen sich aber auch irgendwie direkt wieder zueinander hingezogen. Das Problem ist, Milo hat eine Freundin und seine Freundin arbeitet Penny auch ein und wohnt mit ihr in einem Zimmer. Also ist da ein gewisser Interessenskonflikt und auch ein moralischer Konflikt. Ja, ich werde euch da nochmal genaueres zu in meinem Lesemonat erzählen, also wie es mir so gefallen hat, was ich daran zu kritisieren habe, was ich daran gut fand. Also ich kann ja schon mal spoilern, insgesamt ist es ein gutes Buch. Wie gesagt, eignet sich perfekt für den Strand und wenn mich jemand fragen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ein gutes Urlaubsbuch ist, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, weil einfach diese Fuerteventura-Urlaubsatmosphäre total cool ist. So, das nächste Buch ist dieses hier. Das war auch bei mir überall auf meinem Instagram-Feed irgendwie, weil es ein so unheimlich schönes Cover hat. Und zwar ist das Wie Stimmen im Wind von Sophia Como. Von der Autorin habe ich tatsächlich vorher auch noch nie was gehört, aber soweit ich weiß, es müsste sie eigentlich auch eine deutsche Autorin sein. Okay, es steht jetzt hier auch mal gar nicht drin. Steht es vorne, weil sonst steht doch immer hinten was zu den Autoren. Okay, hier nicht. Auf jeden Fall finde ich, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Es ist auch so ein kleines, kompaktes Buch eher, aber es hat, glaube ich, doch relativ viel, na, obwohl es hat noch nicht mal 400 Seiten, also es ist auch relativ dünn. Ich weiß hier tatsächlich nicht, worum es geht, weil da hatte mich der Verlag gefragt, ob ich es gerne lesen möchte. Ich fand das Cover sehr ansprechend und dachte mir so, ja, warum nicht? Ich freue mich auf jeden Fall auch, es bald zu lesen, also das werde ich auch bald machen, weil ich gehe mal davon aus, dass es so eine locker, leichte Lebensgeschichte ist.
Ja, ich werde euch jetzt einmal den Klappentext vorlesen, weil sonst bringt es ja nichts, wenn ich euch jetzt nichts dazu sagen kann. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht eins der Bücher kennt, was ich vorstelle, also ob ihr von dem hier schon was gehört habt und schon wisst, was andere Leute so dazu gesagt haben. Also bisher habe ich immer nur Positives gesehen, aber vielleicht hat ja jemand von euch schon auch schon mal was Gegenteiliges gesehen. Schauen wir auf jeden Fall erstmal, worum es geht. Und zwar: Ein eigenes Zuhause finden und den Schatten ihrer Vergangenheit endlich entkommen. Das ist Julias innigster Wunsch, als die 20-Jährige vollkommen übereilt in die menschenleere Natur flüchtet. Weil sie wegen einer Verletzung im abgelegenen Coca Creek strandet, kommt sie notgedrungen auf der Farm der Collisters unter. Im Haushalt der herzlichen Ruby fühlt sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich willkommen. Wäre da nicht Scott? Scott, der niemals lächelt, kaum spricht und mit seinen endlos grünen Augen einen gewaltigen Wirbelsturm an Gefühlen in ihr auslöst. Schon bald geraten die beiden explosiv aneinander und können die tiefe Verbundenheit zwischen sich nicht mehr leugnen, denn auch Scott ist auf der Flucht und kämpft rastlos dagegen an, jemanden näher an sich heranzulassen. Doch Julias dunkle Vergangenheit ist ihr dicht auf den Fersen und droht alles zu zerstören, sollte ihre Flucht nicht bald fortsetzen. Okay, also ich finde, das hört sich nach einem typischen New Adult Roman an, wie man wahrscheinlich auch schon vermutet hat. Ich weiß gar nicht, wie der Verlag heißt, weil hier ist nur dieses, okay, Federherz Verlag. Habe ich tatsächlich vorher auch noch nie was von gehört. Ist, denke ich mal, ein relativ neuer Verlag, denke ich mal. Oder vielleicht neu im New Adult-Genre. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich lese ja gerne immer Bücher aus kleinen Verlagen. Deswegen, wir werden sehen. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Ich weiß nicht, ob ich es diesen Monat noch lese oder erst nächsten Monat, aber irgendwann in den nächsten Lesemonaten wird es hier auf jeden Fall mit am Start sein. Und sonst date ich euch auch immer auf Instagram ab, was ich gerade so lese. Und das letzte Buch ist auch das, auf das ich mich am meisten freue. Und da kann ich es kaum abwarten, es wohl zu lesen. Deswegen, ja, habe ich es als letztes mit reingenommen. Und zwar Ein Herz so dunkel und schön. Das ist ja der zweite Teil von Ein Fluch so ewig und kalt. Und ich habe das euch ja jetzt auch schon in meinem Halbjahresfavoritenvideo wieder vorgestellt. Ich habe dieses Buch unendlich geliebt. Ich fand es so toll. Es konnte mich so einnehmen mit seiner Atmosphäre. Das Ganze ist eine Die Schöne und das Biest Märchenadaption und total cool gemacht mit Parallelwelten. Und ja, jetzt kommt man hier wieder zurück ins Universum. Wieder zu meinen lieben Charakteren Gray, Harper und Ren. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig gesagt, weil ihr wisst ja, ich bin nicht gut mit Namen, aber ich glaube schon. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, weil der letzte Teil hat mit einem sehr großen Cliffhanger geendet und ich bin mal gespannt, wie das hier wieder aufgegriffen wird. Also zum ersten Teil kann ich ja noch ein bisschen was sagen, weil ich werde jetzt nichts zum zweiten Teil, ich werde hier jetzt auch keinen Klapptext oder so vorlesen, weil ich möchte niemanden spoilern. Ich glaube, das wäre ein bisschen blöd. Aber im ersten Teil wird auf jeden Fall Harper aus der realen Welt gerissen, als sie versucht, Gray beim Kidnappen einer Frau zu stoppen, und dann nimmt er versehentlich sie mit und dann landet sie eben in dem Königreich Amberfell, ich glaube Amberfell. Auf jeden Fall begegnet sie dann Ren, dem Prinzen dort, und bekommt dann von dem Fluch berichtet, der eben sehr ähnlich ist zu Die Schöne und das Biest. Und ja, dann passieren ganz, ganz viele coole Dinge. Ich mag auch die Welt vor allem sehr gerne. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt jetzt auf den zweiten Teil, auch wenn von euch schon ein paar gesagt haben, dass es etwas schlechter wird. Ich hoffe ja nicht, aber man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall auch ein relativ dickes Buch. Also bin ich mal sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit dazu kommen. Ich lese gerade noch The Scarlet Letter und Patem. Und deswegen, das dauert noch ein bisschen, bis ich das durch habe. Aber danach wird das ja auf jeden Fall ganz bald drankommen. So, das war's dann auch schon. Wir sind ja jetzt relativ flott einmal durchgegangen durch die drei Bücher. Vielleicht habe ich euch irgendwie inspirieren können. Und beim nächsten Neuzugänge-Video sind auf jeden Fall wieder ein paar mehr Bücher am Start, weil ich auch sehr viele E-Books bisher gekauft habe fürs Ausland und so, weil ich möchte in meinem Koffer nicht so viele Bücher mitnehmen, beziehungsweise eigentlich fast gar keine, weil ich dafür nur 23 Kilo mitnehmen und für ein halbes Jahr ist das doch ein bisschen wenig, deswegen müssen meine Bücher wahrscheinlich zu Hause bleiben. Aber ja, könnt ihr euch auf jeden Fall auf das nächste Neuzugänge-Video freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!